Manchmal, naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen, sagt man ja so schön. Und Fliegen sind in dem Fall Kanonenkugeln, die ich allerdings nicht fresse, sondern verkaufe. Aber hey, immerhin bringt's Geld. Und ich bin jetzt schon ein wenig, schon doch eigentlich ein ganzes Stück reicher als vorher. Weil ich hatte vorher nur 110.000 ungefähr. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Ja, verkaufen für 14, für 23 und für 15. Dann bin ich bei 217. Ja, so schnell kann es gehen. Wenn wir jetzt. Reparaturen natürlich noch. Wieso vergesse ich die eigentlich immer? Meine Werft Reparaturen. steht euch zur Das ist noch Verfügung, wichtig. Kapitän. Oft kostspielig, aber wichtig. Alles klar. Weiter geht's. Ja, schon ein bisschen spät. So, auf die Karte. Dann hatten wir hier noch der Spanier, der sich jetzt doch wieder umdreht. Drei Schiffe, das passt ganz gut. Die kann ich auch alle noch aufnehmen. Ist die Frage. Ja gut, es ist wieder nur eine Patrouille. Bedeutet also wieder kleine Schiffe in Windrichtung, die es einzuholen gilt. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein, die kriegen wir bestimmt hin. Vielleicht kriegen wir es auch relativ ganz nach Hause. Wer weiß. Bisschen schneller. Dann weiter in Richtung und. Ja, richtig getroffen habe ich jetzt nicht. Ah, sie drehen schon ab. Ja, recht früh würde ich das jetzt nicht nennen, aber die drehen jetzt auch alle beieinander ab. Das können wir bestimmt nutzen, um alle, um die beiden zumindest gerade mal zu entern. Oh, sie geben nicht auf. Wäre auch zu schön gewesen, nochmal ein paar Sklaven anzusammeln. Aber anscheinend haut das nicht so hin. Okay. Billiges Fernrohr. Oh, ist ja egal, ich kappe das Schiff ja eh. Ich will gar nicht gucken, was da drauf ist. So, da sollte ich mich jetzt allerdings ein bisschen drehen. Ein wenig drehen, um den wieder hinterherfahren zu können. Schon mal Vollsegel setzen. Das wird hinkommen mit dem Ende der Drehung. Oh ja. Wird fast noch zu weit sein. Aber ist ja in dem Fall nicht schlimm. Wir müssen den ja eh wieder kreuzen. Und mit ein bisschen Anlauf gelingt uns das besser. Normalerweise. Na, jetzt muss er ja abdrehen. Ja. Drehst du dich doch nochmal zu mir? Oh, das
war ein bisschen viel Schub. Ich hoffe, ich versenk's jetzt nicht. Warum auch immer die noch nach vorne fahren wollen. So, jetzt entschärft sich langsam die Lage. Ja, gut. Jetzt kann ich es erholen. Ah, sie haben aufgegeben. Schön. Ob es daran lag, dass ich sie ausgetrickst habe, wer weiß. Aber ich weiß, warum sie nicht warum die anderen nicht aufgegeben haben. Es waren zu wenig Leute an Bord, die hätten eingreifen können. Gut, das Schiff ist jetzt auch schon wieder weit weg. Osten klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, Nordosten. Nord-Nordost. Dann lassen wir die Holländer nochmal rankommen, wenn die auch noch ein paar Schiffe verlieren wollen. Ach, die stoppen ja vor ihrem blöden... die wieder. Unglaublich, die fahren nicht durch eine Schlacht durch. Das ist hilfreich für mich, dann fahre ich durch eine Schlacht und habe die abgehängt, weil die drum rumfahren wollen oder dann direkt komplett umdrehen. Aber das ist ja auch nicht das Wahre. Die besten Waren zum Spottpreis. So, jetzt haben wir ja wieder ein paar Schiffchen. Genau gesagt, ein paar, also zwei. Was diesmal sogar stimmt. Jetzt haben wir ja mal ein sogenanntes Triplett oder Trio. Je nachdem, in welcher Sprache man sucht. Haben wir denn noch? Oh, wirklich nichts anderes? Ist ja schade. Dann bleiben nur noch die Schiffe zu verkaufen. Für 14.000, 15.000 müssten das so rum sein. Ich glaube, kaum dass eins von den beiden 20 gereicht. Bin mir da zwar nicht ganz so sicher, aber. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. 19. Oh, doch, fast 20. Ja, 15. Da lag ich richtig. 15, 16 hat ich ja gesagt. Da lag genau dazwischen. Aber die 19 hätte ich nicht erwartet. Gut, es hat ja auch noch ziemlich viel Leben gehabt. Ne? Eigentlich alles an Leben. Von daher war das ja fast zu erwarten. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Geld aus? 92.000. So. Kolonien, was haben wir hier? Santiago Vega. Ach, Santiago Vega war ja da hinten. So, dann helfen wir denen mal ein bisschen auf die Sprünge. Vielleicht kann ich ja dann schon die Mission bauen. Ah, eine Silbermine, schön. Weder Silber noch Goldmine gefunden. Das ist ein hohen Standardtext. Also hier gibt es kein Gold. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Von daher. Naja. Verdienen wir da eben nicht so viel. Müssen wir eben müssen wir Tortuga schützen. Da, wo das viele Gold liegt. So, dann wollen wir mal... Da liegt ein schickes Schiff, das holen wir uns. Guadeloupe. Ja. Guadeloupe. Handelskonvoi, drei Schiffe, ein Schiff, Eskorte, französische Flagge. Mach mal doch. Oh, wie schön. Den Kahn hat es natürlich jetzt erwischt. Jetzt müssen wir gucken. Vier Schiffchen hätten wir wären möglich zu kapern. Oh, Man of War. Ich glaube es einfach nicht. Er fällt auch gleich unter Dauerfeuer zusammen, das Schiffchen hier. Das ist doch echt nervig. Kann man nur so verpeilt sein.
ganze Salve aufs Schiff geballert, das ich behalten will. Ich meine, ich bin zwar auch nicht besser, aber ich gehe wenigstens nur auf die Segel los. Ich kann jetzt praktisch warten, dass die an mir vorbeifahren und ich sie dann entern kann. Theoretisch. Praktisch. Muss ich nochmal sehen. So, du bewegst dich jetzt erstmal gar nicht mehr. Was ich sehen will. Upsala. Haben wir schon zu viel bewegt. Weil ich eigentlich sehen will, wo die hinfahren. Weil die eigentlich direkt auf mich zuhalten. Schönerweise natürlich. Allerdings muss ich eben auch die irgendwie dann kriegen. Okay, das ist jetzt zweimal dasselbe Schiff, den... Ach Gott, den einen lasse ich dann abhauen. Wenn ich den jetzt noch die beiden kriegen würde, wäre das natürlich... Wer knirscht hier? So, also... Den müssen wir jetzt da garantiert kriegen. Ja. Zwar noch unter vollen Segeln. Das hätte ich vermeiden müssen. In gewisser Weise. Oh. Das ging einfach. Also so wenig Leben habe ich selten erlebt. Wow. Den hätte ich auch anpusten können, dann wäre der umgefallen. So, das Schiff wird auch gekapert. Aha, Glück gehabt. Es bleibt nur noch der Kahn da drüben. Der leider von meinem Man of War nahezu komplett zerlegt wurde, aber... Das kommt auch mal vor. Vor allem, wenn man so ein schwer bewaffnetes Schiff dabei hat. Das ist natürlich immer ein bisschen mit einem gewissen Risiko verbunden. So, schön. Da überholen wir es schnell noch. Überholen sie schnell ein, damit sie nicht noch eine Breitseite schießen. Das kostet natürlich wieder. Ja, ein paar Musketiere, Kanoniere haben sie noch übrig. Der Rest wird einfach versklavt. Weil wir das eben nötig haben und Matrosen billiger sind. Ist jetzt nicht gerade rühmlich, aber hey, es funktioniert. Da ist schon wieder eine Patrouille, die sich spontan mal gebildet hat. Das ist natürlich... Das haben wir eigentlich immer noch denselben Tag, an dem wir hier losgefahren sind. Die besten waren wegen dem ersten Schiff. Das wäre natürlich der Oberhammer. Wenn das so wäre. Ich glaube es zwar nicht, aber... Es wäre sehr amüsant, sagen wir es so. Haben wir noch ein bisschen Pfeffer, Baumwolle... Oh, das war's. Schade, ich dachte, die hätten mehr. Gut, aber der Laderaum ist jetzt auch nicht zwingend so groß. Planken, Nahrung. Ja, nee, da gibt's nichts mehr. Okay. Dann haben wir doch bald wieder genug Geld für den nächsten Ausbau. Schnell geht's heute. Gut, wenn man bedenkt, dass ich dann noch einige Sklaven mit dazu verkaufen kann. Und jetzt sogar noch die Schiffe dazu kommen, wobei die mit... Was hatten die gekostet? 12.000, 13.000. Wobei das eine ja stark angeschlagen ist. Ins Gewicht fallen würden, aber das sind ja dann immer nur...
plus minus 30, je nachdem, wie viel wir wirklich dafür bekommen. 10. 13. Aha. 11. Na gut, das war ein bisschen... Aber wir haben wieder 200.000 zusammen. Würde ich den ganzen Kram sparen, hätte ich jetzt bestimmt schon... gute 3 Millionen. Sollten das schon sein. Wenn man bedenkt, dass ich den... was ich allein für die Force ausgegeben habe, da habe ich ja schon... ja, was habe ich denn ausgegeben? Circa... müsste so 1 Million sein. Eineinhalb. Okay, so. Dann haben wir da ein Kriegsgeschwader. 2 Schiffe. Dann hoffen wir doch mal, dass es auch kriegsmäßige Schiffe sind. Nein, sind es nicht. Ach du Heiland. Kriegsgaleone und so ein oller Schipperkahn. Na gut. Mal sehen, ob wir daraus was machen können. Galeone wird uns sowieso nicht abhauen, aber man kann es ja mal provisorisch versuchen, da mal einen Warnschuss praktisch zu setzen. Aber sie macht keine Anstalten anzuhalten. Das sollte mich ja nicht stören. Ich halte ja auch in den seltensten Fällen an. Also natürlich, es steht eine Kollision bevor, wie die hier, die die Blödmänner mit Absicht herbeigeführt haben. Dass sie das jedes Mal wieder machen. Selig streichen, obwohl es dann eben genau passen würde. Schon ein bisschen weiter drauf rum, auf den rumhacken. So. Stich, Stich. Er kam dazwischen. Sehr interessant. Dass er das hingekriegt hat. Normal sollte das nicht funktionieren. Naja. Na, jetzt wird das Schiff gekapert. Leider natürlich keine Sklaven. Und dann warten wir auf unseren Kollegen dort. Mal sehen. Was der macht, dürfte eigentlich jetzt von sich aus nach rechts abdrehen. Nach links wäre für ihn allerdings günstiger. Dahin dreht er auch. Oder es sah so aus, als wollte er dahin abdrehen. Jetzt sieht es eher so aus, als wollte er noch ein bisschen auf mich zuhalten. Um eventuell hier vorbeizufahren. Ja gut, vielleicht ist er auch gerade mal ein bisschen mit Manowar beschäftigt. Tut mir leid, aber du musst die Segel... gerade wieder streichen. Was ist bei dem jetzt los? Aha. Ja, jetzt geht's weiter und wieder nicht. Andere Schiff haut weiterhin ab. Und du versuchst feuerst nur unter vollen Segeln oder wie? Das ist natürlich sehr interessant. Nur unter vollen Segelfeuern macht keinen Sinn, aber wenn es ein Captain ist, der einen Tick hat oder so. Na gut, jetzt bewege ich mich, da können sie sich auch bewegen. Allerdings wohl kaum so viel. Das reicht. Jetzt hat das ganz schön. Es geht ganz schön ins Geld, gerade was der da anstellt. Oh. Aufgeben wäre schöner gewesen. Aufgeben wäre schöner gewesen. Dafür kriegt der Captain jetzt ein paar Pistolenschüsse verpasst. Weil es echt nicht nett war, meinen Man of War so weit zu beschädigen. Das war wirklich nicht in Ordnung. Jetzt kann ich das Schiff nicht kapern. Warum kann ich dieses Schiff nicht kapern? Ist mir jetzt egal. Wird alles genommen. Das Schiff darf gehen.
blödes Mistding. So, segeln nach Hafen. Ankern. So, jetzt haben wir erstmal wieder Leute besorgt. Was darf sein, Captain? Oh. Dafür 700 Soldaten. Schön. 180 Kanonier. Wow. Ein Glück, dass hier nicht ganz so viele Leute fehlen. Na gut. Ja gut, es geht. Also. Hätte auch schlimmer sein können. Na dann. Ein Schiff. Ja, zwei Schiffe haben wir ja. Die besten Waren zum Spottpreis. Da sollte ja auch was drauf zu finden sein. Ach nee, wir haben ja nur eins davon. Ich hoffe mal, das reicht für die Reparatur, was ich hier gerade einsammle, aber ich glaube eher weniger. Ich glaube es eher weniger. Gut, jetzt haben wir ja, habe ich ja noch hier aufgeladen. Bomben. Ja, auf 900 können wir sie mal belassen. Nahrung haben wir eine Menge bekommen, aber ansonsten auch wieder nichts. Sehr, sehr eigentümlich. Gut. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Schiff verkauft. Ach nee, Moment, das wird verkauft für 18. Ich wollte schon sagen, meine Kanonen waren doch auch beschädigt. So. 20.000, so ein Mist. Und der viel mehr. 40, 41. Wow. Ja, Mist, hat sich nicht gelohnt. Die Nummer hat sich definitiv nicht gelohnt. Ja. So. Was jetzt? Ja, ich mache gerade eine Pause, weil ich... Oder hör auf, weil ich müde bin. Ich kann ja morgen weitermachen. Oder übermorgen. Ist ja egal. Kann ja weitermachen, wann ich will. Ja, bis dahin. Ciao, bis zum nächsten Mal.